Aber wir beamen uns mal kurz zurück, was heißt zurück, vorwärts, wie auch immer, seht's wie ihr wollt, in den Konsumbereich. Da sind Vio und Maxi und die zeigen euch die Wii. Ja, wir sind jetzt mit enormer Geschwindigkeit unterwegs, hoffe ich zumindest, denn wir haben uns ein weiteres Retro-Game ausgesucht und das ist Sonic the Hedgehog 2 geworden. Bist du Sonic-Fan? Ich hatte nie einen Sega Mega Drive und somit blieben mir auch immer diese Sonic-Spiele verwehrt. Die Sonic-Spiele, mit denen ich in Berührung kam, waren auf der 360 und die waren alle scheiße. Ja? Ey, ohne Scheiß, das ist auch meine Meinung. Die letzten Sonic-Spiele, die waren alle so schlecht. Alle, wenn nicht schlecht, dann zumindest doch durchwachsen, ja? Ja, das ist echt schade tatsächlich. Ich meine, war ein riesen Franchise für Sega. Deswegen machen wir ja heute Retro, weil damals war eh alles besser. In the good old days. Also, was spielt man hier? Ich bin da unten gelandet, wo die ganzen Dornen sind. Das ist doof. Man spielt quasi ein Wettrennen, kann man sagen. Ja. Oh. Mist, jetzt habe ich das Item nicht geholt. Egal. Wow. Was passiert? Das war der Super Beam. Oh. Verdammt. Oh, da war mir ein anderes Wort auf den Lippen. Liebe Regie, ne? Haltet den Piepton bereit. Juhu! Oh, schon wieder! Verdammt! Oh, ich bin ultra schnell! Ja, da ist so ein Bumper immer. Nee, Bumper gibt's nur bei Wii Motion. Ich bin im Ziel. Oh, das gibt's nicht zeitgleich, so der Hammer! Ja, zeitgleich, da waren bestimmt 2 Sekunden dazwischen. Siehst du? 2 Sekunden. Oh, super. Fast unter 3. 2 Sekunden. Lol. Nächste Zone. Tada. Ah. Warum bist du schon wieder schneller? Weil ich... Das war wieder so eine typische Nils-Frage. Nein, jetzt kommen wir. Warum gewinnst du? Tada. Verdammt, das kann nicht sein. No. Oh, jawohl. Boing. Nein. Komm schon, du kannst ja jetzt nicht an so einem Mini-Hügel da scheitern, Sonic. Was ist da los? Ja, ist ein sehr sensibler Igel. Oh, der Typ hat mich abgeschossen. Oh nein, ich hätte den Bumper daneben können. Nein, jetzt bin ich wieder da, wo wir hinten sind. Dann will ich nicht lang. Ich bin wieder ganz hinten. Nein, nein, nein. Also nicht ganz so weiter. Ganz am Anfang. Juhu! Es hätte ich aber wieder. Oh Mann! Looping! Ich finde es ja faszinierend, dass es einfach so wenig zu tun gibt in diesem Spiel. Ja, außer laufen. Und ab und zu mal springen, muss man ja wirklich nun gar nichts machen. Ja, man muss halt auch die Levels in- und auswendig lernen. Musst du noch nicht mal. Also, ja, stimmt. Also bei so einem unkomplizierten Level doch nicht. Oh, du bist auch da, wo diese Dornen sind. Viel Spaß. Oh. Verdammt! Boah, Maxi! Ach, ich mit hasse Füchse! Mit Schmackes! Alter! Wenigstens hast du den Checkpoint. Mensch, ich finde das richtig schade, dass ich keinen Sega Mega Drive damals hatte. Dann könnte ich endlich zumindest mehr etwas an die Wand werfen können. Alter! Spring. Boah. Ich dachte Hochgeschwindigkeit. Ja, aber auch sinnig Hochgeschwindigkeit, verstehst du? Wir laufen sinnig, wir Füchse. Wir laufen nicht einfach so drauf los. Immerhin hast du es geschafft. Ja, 43 Sekunden Abstand, ne? Ja. Ole, one player wins. Ja. Okay, Emerald Zone haben wir jetzt. Nimm den Mystic Cave. Ja? Oder Casino, oder Casino Night. Night. Ja, Casino Night. Das hört sich sehr wild an. Ich nehme Casino. Da stehe ich drauf. Dunkel hier. Alter, das ist ein Flipperland. Ja, da musst du so... Ah. Und Bumper und alles. Oh, ich bin ganz unten. Oh, boing. Oh, boing. Ich dachte, Bumper gibt's nur bei Remotion. Ich dachte schon, oh geil, Maxi, du kannst den gleichen Witz doch mal machen. Du hast ja nicht viel überlegen, aber dann dachte ich mir, nee. Oh, Vorsicht. Du kriegst jetzt da unten fest. Nein, tue ich nicht. Nein! Sonic macht mir exakt den gleichen Fehler. Okay, spring du als erstes. Oh, verdammt. Geschafft.
Wie, du wolltest mich jetzt vorschicken? Ja! Nein, ey, hier sind überall Dornen. Ja, genau, Las Vegas, Stadt der Dornen. Da kam so ein Klotz runter, eigentlich totgedrückt. Gut, ich bin wieder ganz am Anfang übrigens. Sonic. So, ich bin jetzt hier gerade eine Kugel. Wow! Ja! Und? Und? Alter! Hä? Hier ist Ende? Muss ich hoch? Wer ist wer? Ach da, ich bin oben. Ich bin unten. Ich bin Sonic. Boing. Wo bist du, Maxi? Ja, am Strip bin ich. Er spielt jetzt zwei Spieler Modus, wer zuerst im Ziel ist? Ja. Das ist lustig. Ich hänge hier gerade zwischen so Flipper-Dingern fest. Oh. Ich bin ja auch am Flippern. Ich flippe hier gleich aus. Oh nein, ich hänge wieder hier unten in den Flipper. Komm. Du kannst auch, wenn du nach unten drückst und stehen bleibst und dann einen Knopf drückst. Ja, aber trotzdem hänge ich hier fest. Kann ich. Super Turbo-Power. Ja, aber da kommt hier nicht hoch. Ist hier? Jetzt. Jetzt hat das. Oh, super Speed. Turbo-Schuhe. Gibt's. Jetzt rüber da. Das wird nix. Genau, da in die Mitte. Das beamt dich dann. Nee. Nicht so ganz. Bong. Komm. Du musst stillstehen. Ja, ich versuch's ja. Aber ich penne hier, siehst du, auf diesem Ding hin und her. Jetzt. Schieß mich weg da! Wieso macht der Bumper nichts? Du musst eine Taste gedrückt lassen. Genau, halten. Jetzt! Oh, der Maxi fliegt da und ist im Ziel. Der Maxi ist im Ziel? Ja. Verdammt, ich bin nicht weit weg. Ich bin im Ziel. Spring, Fahrstuhl. Oh, Fahrstuhl. Ich bin auch im Ziel. Oh Gott, die sind ja ewig langsam. Yes! Oh, nicht schlecht. Der war gut. Oh, Vorsicht. Was ist da? Boing. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen hier gerade Giga Games, hochbrisante Action. Lassen wir es gut sein, oder? Ich komme schon noch irgendwann ins Ziel. Wir müssen das Ende jetzt auch nicht abwarten. Nein. Also wir tun so. Du bist im Ziel. Super. Wir waren noch schneller als Maxi. Wie hast du das denn gemacht? Das sah ja gar nicht so aus danach. Naja, krass. Wir müssen ein bisschen was vertuschen, weil hier ist irgendwas schiefgelaufen gerade. Aber wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.